Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Daily Extreme Challenge. Bei der Weekly sieht es irgendwie nach gar nichts aus, deswegen machen wir heute Murphys Katakomben in der Extreme Challenge. Wir müssen auch 989 Meter hier schaffen, sollte eigentlich gut möglich sein und wir gehen das Ganze hier noch ein bisschen gemeinsam durch. Vom Schwierigkeitsgrad geht es eigentlich her, das heißt wir haben am Anfang hier recht wenig, wir haben immer so Schlag-Sprung-Kombinationen, aber keine besonders schwierigen, die uns jetzt abhalten sollten, hier Gold zu holen. Es gibt zwei kleinere Knackpunkte, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, das ist ungefähr bei 480 Meter, da kommt eine recht eklige Stelle und dann halt eben nochmal nach der Goldgrenze wird es auch nochmal ein bisschen arg eklig. Hier schneiden wir wieder die Seile ab, kennen wir ja alles schon. Nicht zu spät machen und bekommt schon die 300 Meter Pause. So, hier drüber, dann auf die jeweiligen Plattformen drauf springen. Denen wird auch abgeschnitten, einfach runterrutschen, drüber. Und jetzt kommt die eklige Stelle. Wir haben hier so viel Speed drauf, dass wenn wir hier nicht abbremsen, dass wir hier komplett einmal über diesen Ring drüber springen würden, was recht eklig sein kann und recht häufig auch vielen Personen passieren kann. So, hier drüber, der wird zermanscht, noch einmal weiter über die Ringe rüber schlagen und wir haben auch schon 600 Meter. Die Kombination, die kommt eigentlich jedes Mal vor, die kennen wir inzwischen, sollte also auch kein Problem sein. Das haben wir vorher schon gemacht, kennen wir auch schon und auch das mit dem Ring jetzt hier in der normalen Variante können wir hier ganz entspannt drüber. Den hier ziehen wir nicht nach oben, sondern springen einfach so drüber. Jetzt ganz schnell wieder die Gelbtaste drücken, damit wir alle hochziehen. Drüber. Und jetzt zieht es dann langsam an mit dem Schwierigkeitsgrad bei der Grenze. Das heißt, wir gehen hier noch über dieses Seil drüber. Und jetzt kommen die Windkombinationen wieder. Und jeder, der das kennt, weiß, wie eklig die zum Teil sein können. Hier drüber, über den Ring, einmal drüber. Wir gehen weiter. Hier drüber auf den nächsten. Da habe ich außersehentlich dieses Teil hier verpasst. Macht nichts. Den ziehen wir noch runter. Den auch. Den ziehen wir dafür hoch, damit wir hier schön drüber kommen. Hier an den Ring. Rüber, runterfallen lassen, hochziehen. Und hier vergesse ich jetzt leider den Ring rüberziehen. Ja, aber trotzdem 1219 Meter ist schon mal eine kleine Hausnummer. Ich denke, damit werden wir Gold auch heute behalten. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in circa einer Stunde bei Prison Break. Nee, nicht Prison Break, bei Prison Architect.